Guti, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires in der Definitive Edition. Wir sind wieder da und werden uns jetzt mal nach unten begeben, wenn unser Schiff denn soweit ausgebildet ist. Das wird noch eine Weile dauern, aber wir können wenigstens schon mal einen Blick drauf werfen, was uns alles hier erwartet, wie viele Schiffe uns entgegenkommen, was wir alles vernichten müssen, bevor wir denn unten unser Weltwunder errichten dürfen. Die werden uns garantiert daran hindern, die werden mit einer riesigen Armee anrollen. Aber wir werden sie abhalten, denn wir haben genügend Legionäri, beziehungsweise Zenturionen. Und unser Achievement haben wir dafür auch schon erhalten. Muahaha. Gott, sind wir gut. Juhu. Nichts kommt uns entgegen, ist ja auch interessant. Nur ein Turm steht hier ganz alleine, unverlassen rum. Zwei Türme. Turm wehrt sich auch. Aber schafft er es, wenn zwei Schiffe auf ihn ballern? Ja, er schafft es gut, verdammt. Okay, dann brauche ich mein anderes Schiff. Das Transportschiff wird gerade ausgebildet, das schwere Kriegsschiff ebenfalls. Drei Stück, obwohl, nee, zwei reichen. Und mit dem Transportschiff bringen wir diese ganzen Leute rüber. Dann werden die anderen Schiffe, die beiden, den Turm ablenken, während die Zenturionen dort entlassen werden. So, ihr kommt alle mit. Wie viele passen noch rein? Das war's schon. Okay. Dann einmal bitte hier runterfahren. Wir werden gleich speichern, bevor es soweit ist. Ich weiß gar nicht, warum ich die anderen Schiffe jetzt ausbilde. Ein Schiff reicht. So, danke. Kommst mit runter. Da kommt das Schiff. Es geht gleich los. Wir müssen uns schön bereithalten. Gut, speichern. Unter LP04. Gleich beginnt das große Metzeln. Geht nicht. Okay, dann setzen wir die hier ab. So ist gut. Wehrt euch. Wo ist mein Dorfbewohner? Ernsthaft, wo ist er? Ach, der steht dazwischen. Okay, du kannst jetzt hier erstmal ein Dorfzentrum errichten. Irgendwo in der Nähe. Oh, aber nicht hier. Ganz schlechte Idee. Okay, bitte hinlaufen. So ist gut. Auf den Tempel. Jetzt kannst du hier das Dorfzentrum hinbauen. Wunderbar, und das Ding kommt damit hin. So, und ihr könnt euch jetzt wehren gegen die Leute, die hier drüben ihre Sachen erbaut haben. Achso, das Dorfzentrum muss erst fertig werden. Sonst kann ich keine neuen Leute ausbilden. Wenn das Dorfzentrum fertig ist, werden wir noch einen weiteren Dorfbewohner holen, der hier schon mal Türme hinbaut. Nur zur Sicherheit. Ich habe keine Lust, dass wir angegriffen werden. Ihr drei passt hier einfach auf. Ja,
Eigentlich brauche ich euch alle nicht mehr, aber wir lassen das Schiff einmal hochfahren. Holen die paar Leute. Hier ist jetzt alles down. Ihr seid sozusagen der Schutz von rechts. Oh, das dauert eine Weile. Aber je mehr Leute wir haben, desto besser läuft's. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal einen Turm. Wir haben nicht genügend Steine. Oh, verdammt. Ja gut, wir bauen im Prinzip nur Gold ab hier vorne. Gold haben wir mehr als genug. Dann bitte erst einmal Steine abbauen. Dann kannst du so lange die Schiffe reparieren. So, du bist oben angekommen. Kannst jetzt erstmal die Priesterchen holen. Und die restlichen Zenturionen. Sodass wir uns immer noch gut wehren können. Und dann haben wir auch einen schönen großen Überblick, denn die Priester können ja sehr weit gucken. Gut, das Schiff ist wieder fit. Dankeschön. Du wirst auch noch fit gemacht. Bitteschön. Und am liebsten würde ich noch irgendwelche Leute umbringen. Das mache ich jetzt mal mit diesen Zenturionen. Es tut mir leid. Auch um das Gold, das wir bisher verschwendet haben dafür. Aber wir holen jetzt wieder weitere Dorfbewohner. Nun haben wir den Krieg so gut wie gewonnen. Hier wird nichts mehr kommen. Jetzt haben wir unsere Ruhe. So, zwei Leute bauen jetzt an dem Weltwunder. 15, 16 Lebenspunkte hatte schon. 2% sind bereits fertig. Und wir bauen einen Turm, sobald wir genügend Steine haben. Die Forschung dazu könnten wir noch abschließen, dass wir noch mehr Steine bekommen. Hier gibt es auch noch Steine, dann bauen wir hier auch nochmal ein Lagerhaus mit hin. So ist gut. Ich hoffe, er baut auch wirklich Steine ab und holt sich nicht das Holz. Kannst ebenfalls daran mitarbeiten, du auch. So, dann sind es jetzt schon 4 Leute, die daran bauen. Das Weltwunder wird immer schneller fertig. Das habe ich mir nämlich gedacht. Er wollte jetzt gerade schon wieder Holz fällen. Ist nicht. Forschung ist gleich durch, dann kriegen wir auch schneller Steine. Sehr gut. Weitere Dorfbewohner kommen. Hier oben ist auch nichts mehr, was wir gebrauchen können. Es gibt sogar bessere Türme, Geschütztürme für 750 Steine. Ja, dafür brauchen wir erstmal so viele. Es dauert eine Weile, bis wir die kriegen. Und du solltest jetzt mal bitte den Turm bauen. Gut, dann sind wir hier schon mal sicher. Du kannst die Leute abladen. Alle Mann runter. Versammelt euch hier. Und ihr seht schon, es gibt nur einen kleinen, schmalen Grat, um dort rüber zu kommen. Das heißt, der eine Priester, der läuft jetzt mal rüber, der guckt sich das ganze Gebiet mal an. Vielleicht ist hier ja doch irgendwas, was uns noch interessiert. Die Steine sind im Moment das Interessanteste für uns. Den Rest haben wir ausreichend. Also wir sind sehr gut vorangekommen. Am Anfang ein paar Probleme gehabt, aber mittlerweile sieht es doch perfekt aus. Und das Weltwunder ist auch schon fast zu 15% fertig. 12% sind durch, 13% läuft. Hier gibt es auch noch Gold und Bogenschützen. Aber solange die nicht kommen, stört mich das nicht. Es werden keine neuen Leute ausgebildet, weil wir noch zu viele haben. Wir haben doch bestimmt noch irgendwo die Phalanx dazwischen, oder? Nee, haben wir nicht.
Da war die Phalanx zwischen. Und jetzt kriegen wir neue Leute. Gut, da steht auch noch einer, der kann weg. Sind sonst noch irgendwo Leute, die weg können? Nö. Die restlichen hier brauche ich noch. Die müssen noch Steine und Gold abbauen. Wobei Gold nicht mehr wichtig ist. Du kannst weg. Ach, die Fischerboote. Ja. Brauche ich auch nicht mehr. Guti. Dann haben wir noch Platz für weitere Leute. Und du nicht. Du bleibst drüben. Prozent, ein Viertel haben wir geschafft. Steine werden immer mehr. Dorfbewohner auch. Und jede Sekunde kommt ein Lebenspunkt für die Statue dazu. 7, 8, 9, 10, 11, 12 und so weiter und so fort. Rüber zu der wunderschönen Statue, unserem Weltwunder. Das im Prinzip genauso aussieht wie das, was die Roten hatten. Ist ja ebenfalls eine Bronzestatue. Wir sind ja auch ebenfalls Griechen. Könnten wir hier langfahren, einfach bloß um zu gucken. Ich will mal so ein bisschen die Gegend erkunden, wenn wir jetzt sowieso gleich gewonnen haben, warum nicht? Die haben sehr viele Häfen. Auch weitere Tempel, Belagerungswerkstätten. Aber sie stehen nur rum. Sie machen nichts. So, die kommen nicht an uns ran. Und gleichzeitig zerstört das Schiff natürlich sehr viel. Finde ich gut. Wir werden jetzt auch unsere Türme weiter ausbauen, weil wir es können. 750 Steine brauchen wir dafür. Die Steine kommen. Nach und nach. So ist gut. Tötet alle. Der Turm wehrt sich auch nicht. Also insofern haben wir sehr, sehr gute Chancen. Perfekt. Gleich ist der Turm weg. Auch wenn wir ihn gar nicht vernichten müssen. Das Weltwunder ist schon zu mehr als 50% fertig. Und zwei weitere Dorfbewohner sind bereit, an dem Ding mitzuarbeiten. Sehr gut. Geschütztürme entwickeln. Damit haben wir jetzt auch dann bessere Türme. Die sehen genauso aus, sind aber stärker, weil sie dann auch mit Ballistik nicht nur Pfeile schleudern, sondern eben ganze Bolzen. Kann man das so nennen? Hier diese dicken Dinger. Ein Gebäude nach dem anderen muss dran glauben. Freut mich natürlich sehr. Auch immer die gerade das Gold hergeholt haben. Aber die haben wahrscheinlich noch Goldminen bei sich in der Nähe. Was denen überhaupt nichts bringt. Das Weltwunder ist zu drei Viertel fertig. Und auch unsere Forschung geht immer besser voran. Das geht schneller als im Sekundentakt.
Wir speichern mal sicherheitshalber. Unter LB04. Einfach nur, weil wir so gut sind und es tatsächlich geschafft haben, das Ganze jetzt noch fertig zu kriegen. Und damit haben wir die allererste Kampagne komplett durch. Das ist doch nice. Braun ist noch unterwegs. Rot gibt es komischerweise auch noch, obwohl wir sehr, sehr viele Städte von Braun, nee, von Rot vernichtet haben. Hier oben das Ganze ist weg. Das ist weg, das ist weg, das ist weg. Ich frage mich, wo die jetzt noch irgendwas haben. Wahrscheinlich hier hinten noch irgendwo. Und dann kommt irgendwann Braun und Gelb und ach, hast du nicht gesehen. Guck mal, das Weltwunder ist schneller fertig als unsere Forschung. Top. Unsere Sklaven haben es geschafft. Währenddessen ist auch das Dorfzentrum kaputt. Da geht nichts mehr. Früher gab es immer nur einen verbrannten Fleck. Mittlerweile fallen die Gebäude ordentlich in sich zusammen. Das sieht schon gut aus. Und sie haben gewonnen. Juhu! Die unorganisierten, zersplitterten Perser waren keine Herausforderung für ihr taktisches Genie. Obwohl sie sich im Herzen des feindlichen Gebietes befanden und zahlenmäßig weit unterlegen waren, waren ihre Armeen wieder und wieder erfolgreich. Während die Perser flohen und sich für den finalen und fast sicher zwecklosen Widerstand erneut gruppierten. Fast 1,5 Jahrhunderte zuvor befand sich Hellas am Rande der Unterwerfung durch die eindringenden Perser. Jetzt werden ihre Armeen die schwachen Perser mit Sicherheit bezwingen und weiterziehen, um Asien vollständig zu beherrschen. Das kann durchaus sein, aber wenigstens lassen sie uns jetzt so ein bisschen in Ruhe. Und ja, wir haben es geschafft, wir sind durch, wir haben die erste Kampagne abgeschlossen und damit auch das Achievement episch erhalten. Die nächste Mission, die nächste Kampagne, die geht nach Babylon. Wir werden also nicht mehr mit den Griechen spielen, wir werden eine andere Kultur kennenlernen. Das heißt, auch andere Forschungen abschließen und die Gebäude werden ebenfalls anders aussehen. Freue ich mich schon drauf und das Gleiche wird nachher später auch mit Yamato sein. Aber erstmal kommen die Stimmen von Babylon. Im nächsten Part. Vielen Dank fürs Ansehen und bis gleich.